Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Müdigkeit, Erschöpfung lösen. Das spürt man ja gerade in der warmen Jahreszeit besonders. Und die Frage ist natürlich, muss man permanent so tief in die Erschöpfung reinfallen und warum verausgabst du dich überhaupt? Warum haushaltest du nicht ein bisschen bewusster mit deinen Energien? Und wir werden das heute unter dem Aspekt betrachten, dass wir ins Urvertrauen gehen werden und nämlich in das Vertrauen, dass alles gut ist, dass alles sicher ist, dass alles auch ohne dein Zutun läuft. Und da müssen wir ganz viel so Unsicherheiten, Ängste und vielleicht auch so gesellschaftliche Programmierungen noch loslassen, dass eben die dich dazu bringen, eben zu sehr aufs Gas zu drücken und dann das Gefühl zu haben, okay, da sinkt dann die Energie wieder runter und du erschöpfst dich völlig. Die Idee ist ja, die Theorie ist ja, man hat unendlich viel Energie. Und wo geht dir die Energie verloren? Wo verausgabst du dich? Da gibt es mehrere Ansätze. Und man kann natürlich im ganz Profanen, im ganz Konkreten ansetzen, indem man dann sagt, na gut, Energie ist zum Beispiel gleich, sind finanzielle Themen, dass man sagt, wie wirtschaftest du? Ja? Oder Energie ist gleich auch Nahrung, was nimmst du zu dir? Ist das was, was dir Energie gibt oder nicht Energie gibt? Also man kann ja auch alle Nahrungsmittel auf den Energiewert, den Energiehaushalt anschauen, nährt mich das jetzt oder eher nicht. Ja, ist das ein Minusgeschäft für meinen Körper, für meinen Energiehaushalt oder hilft mir das nicht weiter? Und man kann es aber eben auch genauso anschauen auf das Thema Urvertrauen, dieses Gefühl, ich habe alles, ich brauche mich nicht zu zerreißen, ich brauche nicht mich besonders anzustrengen, sondern ich habe genug da für mich, es geht mir permanent gut, es gibt keinen Druck, ich muss mich nicht besonders bemühen, sondern ich habe es verdient, dass etwas auch leichter fließt. Das soll jetzt natürlich keine Einladung zur Faulheit sein, aber da gehen wir mal davon aus, dass wir eh nicht faul sind, sondern dass wir alle miteinander ein bisschen zu aktiv sind. Und wenn du das Gefühl hast, du bist zu faul, auch dann bringt dich diese Meditation so in den Ausgleich und bringt dir dann vielleicht ein bisschen mehr Aktivität. Also grundsätzlich sollst du dich harmonisieren. Gut, dann legen wir gleich mal los. Schließ bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und wir beginnen jetzt zuerst mal mit Leichtigkeit, Inspiration und Freude. Leichtigkeit, Inspiration und Freude. Ich bitte darum, dass mir während dieser Meditation gute Ideen kommen, dass ich absolut positiv inspiriert bin. Und neue Zugänge, neue Energien in meinem Leben manifestieren kann. Ich möchte neue Energien in meinem Leben manifestieren. Und während dieser Meditation erlaube ich jetzt, dass die Inspiration in mich einfließt, alte Muster geheilt werden, und ich so zu meinem größten Energiepotenzial komme. Erlaube dir nun, diese Inspiration aufzunehmen und wahrzunehmen. In deinem Kronenchakra beginnt ein helles Licht zu strahlen und du spürst, dass alte Anspannungen, Dinge, wo du dich hinein
gebissen hast, hinein verwickelt hast, dass diese Dinge nun abfließen von dir und du der Inspiration Raum gibst. Inspiration läuft ganz selbstverständlich ab. Ohne dass du dich jetzt anstrengen müsstest. Wie ein klarer Bach fließt die Inspiration jetzt durch dein Kronenchakra ein, reinigt und transformiert dich und erlaubt dir, Stress aus deinem System zu lösen. Stress sind alte, verklebte Emotionen, die in deinem System herumfließen. Und diese Verklebungen, diese Teilchen werden nun mit diesem Bach der Inspiration aus deinem System entfernt. Ablagerungen. Stressherde, die vielleicht für Ärgernis oder Unverständnis sorgen, die für Reizungen sorgen, werden nun transformiert und lösen sich. Es ist nun an der Zeit, dir zu gestatten, absolut in deine Kraft, in deine Mitte zu kommen. Ich gestatte mir, in meine Kraft, in meine Mitte zu kommen. Und diese Erlaubnis ermöglicht es dir, nun tiefer und tiefer in dein Bewusstsein, in die Entspannung zu sinken. Und immer ruhiger und zentrierter zu werden. Die Zeit des Überlebenskampfes liegt lange hinter dir. Es gibt jetzt keine wilden Tiere, die dich jagen. Und vieles ist angenehm geworden. Nahrung kommt zu dir. Und du brauchst dir um solche Dinge keine Gedanken machen. Du kannst alten existenziellen Druck abfließen lassen. Dieser Druck kommt aus deiner Ahnenlinie, denn die mussten kämpfen, die mussten schauen, wie sich was ausgeht. Und voller Respekt und Achtung fließt jetzt diese Überlebensenergie, diese Stressenergie von dir ab. Und du erlaubst dir, anstatt dieses Druckes, Dankbarkeit hinfließen zu lassen. Dankbarkeit, dass es bei dir leichter geht und dass du diese Leichtigkeit auch annehmen kannst. Dass es nicht darum geht, dich zu erschöpfen, auf welcher Ebene auch immer, sondern dass es für dich möglich ist, aus dem Vollen zu schöpfen, ohne dich verausgaben zu müssen. Und wenn du jetzt diesen Gedanken, diesen Geistesblitz, diesen Inspirationsfluss zu deinem Wurzelchakra fließen lässt, ich brauche mich nicht zu verausgaben, es geht etwas von selber, es fügt sich etwas von selber.
Für mich fügen sich viele Dinge von selbst. Wo spürst du dann Widerstand? Wo hast du das Gefühl, hast du dieses Misstrauen gelernt? Dieses Misstrauen ins Leben. Wer in deiner Ahnenlinie hat dieses große Misstrauen ins Leben an dich weitergegeben? Erlaube dir mal, dass da Bilder hochkommen. Vielleicht Vater, Mutter oder du hast bei den Großeltern etwas gelernt. Aber du erlaubst jetzt, dass dieser Quell, dieses Licht der Inspiration auch diese Programme transformiert und löst. Also alles, was du von deinem System, von deinem Familiensystem übernommen hast, das dich dazu bringt, dich zu verausgaben, das wird jetzt transformiert und losgelassen. Spüre ein bisschen diese Energie, den Fluss der Energie und erlaube dir, noch tiefer in die Entspannung zu sinken und nun mit der absoluten Reinigung deines Energiehaushaltes zu beginnen. Die unendliche Lebensenergie, die dir zur Verfügung steht, wirkt nun auch inspirierend auf dich. Also der Fluss der Inspiration fließt nicht nur von oben, vom Kopf nach unten, sondern auch von unten nach oben. Auch da steigt Energie auf. Und diese unendliche Kraft, diese unendliche Lebensenergie inspiriert dich nun dazu, dich nicht zu verausgaben. Sei es nun in Menschen, Beziehungen, die immer nur anstrengend sind, in Tätigkeiten, die immer Minusgeschäfte sind, Hobbys, die Minusgeschäfte sind, energetisch gesehen. Du erlaubst deine Energie nur mehr dorthin zu fließen, wo sie sich weiter entfalten kann. Alle langweiligen Notwendigkeiten wie Steuererklärungen, Buchhaltungen sind da jetzt ausgenommen. Das läuft selbstverständlich mit. Aber dort, wo du bewusst wählen kannst, wo gibst du deine Energie, dein Bewusstsein hin? Genau auf dieser Ebene darf diese Energie für dich nun eingesetzt werden, wo sie freien Lauf hat, wo sie unendlich nachfließen kann, wo du dich nicht daran erschöpfst. Und spüre jetzt mal diesen Energiefluss von oben und von unten durch dein System fließen. Spüre, wie du leichter wirst, wie du klarer wirst, wie du frischer wirst. Denn alles Verbrauchte wird aus deinem System gefiltert und das Neue darf nun Schritt für Schritt beginnen. Jede Faser deines Seins ist reine Energie. Du spürst, dass du unerschöpfliches, unendliches Licht bist.
Und du lässt nun die Anteile in dir, die sich gerne erschöpfen, weil sie ja so brav sind, weil sie das gelernt haben, weil sie so tüchtig sind. All diese Anteile werden nun liebevoll transformiert und gereinigt. Und mit dieser Transformation und Reinigung endet auch das Vergleichen, dass du dich mit anderen vergleichst, dass du in dir für dich alleine klar bist, bewusst bist und kraftvoll bist und dass es nicht darum geht, was andere tun oder lassen. Jeder Mensch hat dieselbe Grundenergie geschenkt bekommen. Jeder Mensch hat dieselben Möglichkeiten mit dieser Energie. Und jeder Mensch kann diese Energie in die Bahnen lenken, die er oder sie für richtig hält. Es gibt kein Ungleichgewicht in dieser Energie. Auf der energetischen Ebene hat jeder gleich viel Energie zur Verfügung. Alles, was sich ändert, sind die Beeinträchtigungen, die Filter der Energie, die jeder individuell wählt. Und du bist nun eingeladen, Kraft, Klarheit, Inspiration und Leichtigkeit in dein Leben noch mehr zu integrieren und einzuladen. Und du spürst, dass du dich nun nicht mehr an anderen Dingen erschöpfst, in der Arbeit erschöpfst, zu weit gehst, sondern dass du dir erlaubst, voller Kraft und Klarheit dein Leben kreativ zu gestalten. Atme nun tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun, voller Dankbarkeit, in dieser Lebensenergie, in dieser Leichtigkeit zu bleiben, in dieser Kraft zu bleiben. Und du streckst dich jetzt mal durch, bewegst deine Arme und Beine und erlaubst dir dann in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Streckst dich nochmal durch und wenn du bereit dazu bist, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst jetzt vielleicht diesen Energiefluss spüren und der steht dir jetzt immer zur Verfügung. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest die Meditation mal wiederholen, kannst du das natürlich machen. Aber grundsätzlich wurde heute mal gut durchgeputzt, gut gereinigt und so Hauptkanäle wieder geöffnet. Wenn du Fragen hast oder einen Kommentar, freue ich mich natürlich über deine Kommentare, genauso wie über deinen Daumen hoch, ein Abo auf meinem Kanal. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal live bei einer Sitzung oder bei einem Kurs bei mir in Linz. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis nächstes Mal, dein Oliver Arani. Tschüss.